Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und ich muss mich erstmal entschuldigen für die letzten 5 Folgen, denn da war mein Ton ziemlich abgehackt. Das lag einfach daran, dass meine Gate-Schwelle scheiße war und deshalb nicht abgehackte Töne hatte. Ich hoffe, ich habe es jetzt verbessert, aber das weiß ich nicht. Mal gucken. Ich wusste gar nicht, dass Sie eine Zwillingsschwester haben, Mr. Fry. Evie Fry, Sir, ist mir eine Freude. Normalerweise würde es mir ebenso ergehen, Miss Fry. Aber heute, fürchte ich, kann mir nichts Vergnügen bereiten. Was beunruhigt Sie, Sir? Ich bin gewohnt, dass man meine Ideen anzweifelt. Ich lebe geradezu dafür, das Hin und Her einer geistreichen Debatte. Zuletzt allerdings haben die Angriffe auf meine Reputation eine erschreckende Form angenommen. Gewaltandrohungen gegen meine eigene Person und meine geschätzten Kollegen. Ich möchte nicht, dass nur wegen meiner Forschung irgendjemand verletzt wird. Sie halfen mir bei Steric Syrup. Ich schulde Ihnen was. Wir halfen uns gegenseitig, Sir. Mein Bruder und ich sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit in Frieden fortführen können. Natürlich. Was wissen Sie über Knochen? Ich weiß, wie viel Druck man benötigt, damit sie splittern oder brechen. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich Ihnen die Sache erkläre. Vor ein paar Tagen hat mir ein deutscher Kollege, Dr. Schwarz, ein Telegramm geschickt. Er teilte mir mit, dass er auf dem Weg nach London sei, um ein äußerst wichtiges Fossil herzubringen. Okay. Eigentlich sollte er jeden Moment in Charing Cross eintreffen. Könnten Sie vielleicht dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt? Ich bringe Ihnen Dr. Schwarz und dieses Fossil, Mr. Darwin. Prächtig! Aber seien Sie bitte vorsichtig. Natürlich bin ich das. Und ich mache natürlich keine komischen Sachen, außer hier mal eben so ein Schloss knacken. Was ich irgendwie finde, ziemlich einfach ist. Naja. Oh, hier sind ganz schön Leute unterwegs. Ich würde sagen, ich gehe erstmal auf mein Messer. Und guck mal. Hier sind aber ganz schön viele Leute unterwegs. Wieso soll ich denn ihn gefangen nehmen? Wie soll ich ihn nur unter all diesen Menschen finden? Mir nicht schlecht zu wissen, wie der Kerl aussieht. Wieso soll ich ihn gefangen nehmen? Was hat das zu bedeuten? Ich soll Sie und Ihre wertvolle Fracht für unseren Freund Mr. Darwin abholen. Benehmen Sie sich ganz normal. Gut. Also, wie geht es Ihrem Vater? Womit ich meinen lieben Bruder Frank meine, mit dem ich aufwuchs. Versteht sich. Oh, fabelhaft. Schön, das zu hören. Ich tue mein Bestes, mich daran zu erinnern, wie unbedacht es von ihm war, mich nicht über die delikate Situation in Kenntnis zu setzen, die mich heute hierher geführt hat. Er ist wohl etwas sauer auf uns. Könnte man so nennen. Könnte man so sagen. Wäre nicht schlecht zu wissen, wie der Kerl aussieht. Ich erledige Hilfe! Zurück, Doktor!
Aua. Ohne ihren Schutz werde ich sicher den Tod finden. Oh ja, das wirst du. Aber es ist irgendwie ein bisschen komisch mit dem Gameplay, dass man ihn gefangen nimmt. Naja. Ich würde sagen, wir gehen da hinten entlang. Da müssen wir raus. Das ist eine gute Frage. Wenn wir da raus müssen, müssen wir hier runter, glaube ich sogar. Ah, hier können wir auch runter. Ach, und wenn wir laufen, haben wir einen größeren Radius. Ich reiß dich in Stücke! Du wanderst auf den Friedhof! Ohne ihren Schutz werde ich sicher den Tod finden! Ich hab dich, Bursche! Ach, verdammt! Wäre nicht schlecht zu wissen, wie der Karl auch. Das ist ja wie eine Nadel im Heuhaufen zu. Ich lenke ihn an. Ich will das ja nicht wissen. So. Oh, Wurfmesser. Schön. Und halluzinogene Bolzen. Die sind sehr nett. So, komm. Gehen wir mal an denen vorbei. War ja nichts, ne? Dr. Schwarz? Hat den Zug nie bestimmt. Aua. Hey! Lass dir nicht den Kopf! Sagst du nicht noch einmal? Den Ey! Du bist aber schon ganz schön weit weg, mein lieber Doktor. Finde ich aber nicht sehr nett, mein lieber Doktor, dass du so rennst. Na? Ich werden wir aber auch nochmal einholen. Ich zumindest. Aber es sieht im Moment aus, als wärst du mit einer Kutsche unterwegs, ne? Ja. Ja. Pass auf, wir nehmen dann auch mal eine Kutsche. Wenn ich da rüberkommen muss, wird es dir doch leid tun. Und auf geht's. Fahren mal etwas schneller hinter dem Dr. Schwarz her. So ist's recht. Komm, mein lieber Doktor. Wir bringen Darwin zum Schweigen. Was glaubst du, wo du hinfährst? Darwin darf nicht alles zerstören, was wir aufgebaut haben. Was glaubst du, wo du hinfährst? Na, wie ist das? Ganz ruhig. Na? Plündern. Was hat es dieses Fossil zu Darwin bringen? Gut. Genau in die andere Richtung.
Naja, wir haben doch gerade hier so ein Pferd gekapert. Können wir auch wieder rumfahren. Ich finde das noch immer ein bisschen befremdlich, so mit Linksverkehr. Naja. Aber passiert halt, ne? Es wäre cool, wenn man einfach so eine Option einstellen könnte. Jetzt bitte Rechtsverkehr. Na endlich! Mein Herz hat gepocht wie verrückt. Haben Sie es? Wunderbar. Aber wo ist Dr. Schwarz? Wahrscheinlich tot, fürchte ich. Er hat Deutschland nie verlassen. Aber immerhin konnte ich das Fossil beschaffen. Gütiger Gott! Ich sollte Ihnen sagen, dass kürzlich Männer zu mir kamen, die meine gesamte Forschung kaufen wollten, wenn ich bereit wäre, nur für Sie zu arbeiten. Selbstverständlich lehnte ich ab. Man kann wissenschaftliche Erkenntnisse nicht kaufen. Sie gehören der Allgemeinheit. Egal, was diese Schurken auch tun. Oh, oh. Ja. Da hast du zwar was gesagt, aber wenn man das so auf die heutige Zeit hinabsetzt, ich mache noch eine Dingenserinnerung, würde ich sagen. Und dann war es das für heute. Heute machen wir Nebenquests. Oh. Warte mal, und ich habe Fähigkeitspunkte erhalten. Fähigkeitspunkte muss man natürlich direkt auch, rausnehmen. Und zwar... komm, gehen wir mal ein bisschen mehr Leben. Ist ganz gut. So. Und... ja. Also, wenn man sich heute die... Sachen anguckt, wie, die ganzen wissenschaftlichen Paper und ja, das Beste der ganzen Stadt. Sozusagen Closed Access gehalten werden, indem man da die ganzen hinter Paywalls setzt und so. Ich glaube nicht, dass das wirklich dann der Allgemeinheit zugänglich ist. Also man kann ja immer das Abstract lesen, aber das war es dann auch. Ja, ich höre auch gerne einen Podcast von zwei Leuten, die Physiker sind, methodisch inkorrekt, und die erzählen da ganz schön viel drüber. So. In letzter Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle? In London? Dass dieser Tag jemals kommen würde. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten ihre Suche dort beginnen. Das war unheimlich. Na? Komm, singt weiter. Es sind einfach zu schüchtern, diese Leute heutzutage. Das geht gar nicht. Hm? Schläger verjagen. Und Schläger kann man immer so verjagen. Verdammt. So. Massenereignis beenden. Da oben müssen wir hin. Ja, natürlich über uns. Raus mit uns. Dann gehe ich eben die Treppe hoch. Wen interessiert's? Wofür sitzt er ein? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Oh. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen.
Wissen Sie, wie Sie gezwungen wurden? Ich erinnere mich nur an eine Silberuhr, die vor mir pendelte. Irgendjemand hat sie gehalten oder irgendetwas. Eine dunkle Macht hat geflüstert. Ich sah nur seine Augen. Ein Dämon. Vielleicht kann mir der Ladeninhaber mehr verraten. Ein Dämon. Ja? Dann würde ich sagen, gehen wir zum Laden. Denn der verrät mir natürlich was. Und ich muss sagen, also für das Fortkommen hier in London, für das schnelle Fortkommen, ist der Enterhaken gar nicht mal so schlecht. Aber natürlich brauche ich den nicht so oft, weil ich halt die alten Spiele gerne gespielt habe und da ist man einfach so über die Dächer gelaufen und das ist hier halt nicht mehr der Fall. Ich habe auch während unserer letzten Session, Aufnahmesession, ein bisschen noch was bin hier ein bisschen rumgelaufen, hatte noch ein paar Truhen angesammelt, ein bisschen was verbessert und deshalb habe ich hier auch ein paar Sachen noch mehr. Fragen? Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Natürlich. Haltet sie auf! Stopp! Haltet die Diebin auf! Müssen die denn immer vor einen weglaufen? Es macht keinen Spaß, wenn Leute andauernd weglaufen. Obwohl, es macht auch keinen Spaß, wenn alle auf einen zukommen und ihm mit Faust ins Gesicht schlagen. Denn da ist Weglaufen hin und wieder mal schön abwechslungsreich. Aber einem kleinen Diebstahl nach. Es ist alles so verschwommen. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ehe ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Und weiter geht's. Finden wir diesen Käufer. Oh ja. Kann natürlich sein, dass einfach dieser Zauberkünstler da seine Sachen zurückholen musste und jetzt einfach wieder sie zurückholt. Vielleicht halte ich mich erstmal zurück. Wieso? Ach Mist. Ich schwitz dich auf. Sollte ihn verfolgen. Das ist der Plan. Das habe ich nicht. Das habe ich zu spät mitbekommen. Ja, auf euch habe ich jetzt keinen Bock. Ich müsste mal meine 7000 investieren. Dass die mich nicht die ganze Zeit angreifen wollen. Da gibt es so einen schönen Perk. Greifen die mich einfach nicht mehr an, wenn die auf der Straße rumliegen. Umgehen. Hm.
Komm, lauf doch ein bisschen. Hm? Siehst mich ja kaum. Ich laufe ja nur so auffällig hinter dir her. Geist und kein Dämon, sondern der große Enzio Capelli. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Was? Nein, tue ich nicht. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden Sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Nein! Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Bei Gott! Welch geflügeltes Benehmen! Was ist passiert? Wo zum Teufel bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ich erinnere mich an rein gar nichts. Das ist schlecht. Bringen wir sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden sie nicht angeklagt, da sie nicht Herr ihres Willens waren. Sei frei, kleines Hähnchen. Was? Gut. So macht man das. Das war's mit der Erinnerung. Schön. Naja, ich würde sagen, damit würde ich hier sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde jetzt in der nächsten Folge natürlich mit der Hauptstory wieder weitermachen. Und bis dahin, haut rein!